Hey ho Leute und willkommen zur 14. Folge von Guild Wars 2, Season 2. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken, was wir als nächstes machen können. Wir könnten hier die Quest machen, auf jeden Fall oben den Wegpunkt erhaschen. Und dann gehen wir nach Beetletoon nach oben und machen das dann hinterher. Erntet den Sturm! So, und wenn wir heute sozusagen nach dieser Folge ist meine Vorproduktionszeit erstmal vorbei. Dann habe ich erstmal für mich sozusagen 2 Wochen frei, bevor ich dann wieder anfange und für eine Woche vorproduziere und Es dann war wieder harte so. Arbeit, das Lager einzureißen. Wir lassen Sie nicht einfach Ja, wie gesagt, ich will herbeifahren. halt immer so machen, dass ich bloß eine Woche ungefähr vorproduziere und dann mal gucken, wie es läuft. Wir erledigen das Holdlandlager. Wer traut sich mitzukommen? Hier rechts unten geht es auf eine andere Karte. Okay. Ach, das Willkommen! ist die mit den Zentauren, kann das sein? Okay, anscheinend schon. Ich nehme das einfach mal als ja. Machen wir noch die ganzen Zentauren-Rucksäcke auf hier. Nice. Da lang. Spürt Grants eisige Umarmung. Vielleicht kriege ich noch was für die Quest hier. Glaub nicht. Schwer voranzukommen heute, aber man bemüht sich. Squid, Hilfe! Putz. So, man sieht, da ist einer direkt durch meine Wolke durchgeradert. Komm noch mehr, ja? Komm noch mehr, ja? Man's tot. Moa-Trainerin Kappa. Hätte ihr dem. Oh, das arme Ding hätte er keine besseren Namen geben können. So, eine Runde Salat ernten. Ist richtig, richtig genial, dass wir unendliche Werkzeuge haben. Also, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr genügend Gold habt für sowas, für einen Charakter, den ihr sehr, sehr lange, sehr oft und auch weiterhin spielen wollt, auf jeden Fall unendliche Werkzeuge kaufen. Ich sag mal, die Tatsache, dass man immer Ressourcen braucht. Ich sag mal, selbst wenn ihr die Ressourcen nicht zum Craften benutzt, könnt ihr sie ja verkaufen. Und für sowas lohnt sich unendliche Werkzeuge auf jeden Fall immer. Immer. So, das ist Beetletoon und das ist das die Stadt von Caudecus. Ja, hier die Statue von Caudecus. Hab dich gefunden. Braves Kind. Ich versteckte das Kind. Los, verpiss dich. Das zertreten.
Arkade herunterreißen. Ist eigentlich nicht das, was wir so gerne machen, aber wir machen es einfach. Ich glaube, Ratten töten war hier auch noch was, ne? Ja, Ratten töten, genau. Na komm, brenn sie an. Genau so rum. Die sind unverkäuflich. Ich habe viel zu lang und hart mit den Schätzchen trainiert. Die sind wie meine Kinder. Das hier hinten ist übrigens dann auch ein Dungeon. Heißt glaube ich sogar Kaudekus Anwesen. Noch ein Wespennest, na schön. Ho, ho, ho. Hab ich ihn getroffen? Nee, schade, leider nicht. Noch ein bisschen die Wände putzen, Plakat abreißen. So, Band putzen. Ratte weggrillen. Katze, miau. Dorfbewohner einfach mal übelartig am Rumranzen. Alles klar. Es ist schon irgendwie, das ist so eine Art Overkill für die. Möge Melandro euch leiden. So, jetzt haben wir die Stadt hier auch fertig. Ne, oben fehlt noch die Herausforderung. Hier die Heldenherausforderung. Vogtei Beetletun. Müsst euch mal angucken, das hier oben ist das Anwesen von dem scheiß Kaudekus. Dieser miese Verräter. Bin schneller als ein Centaur. Klar, als ob das nicht trifft. Ja, genau. Egal. So. Auch da oben kämpft schon gerade einer gegen die Tante. Ganz nah ran und wegbrennen. Ich fasse es nicht. Ach, das ist ein R. Schausteller Jeb. Ah, okay. Miniatur hohe ausschlüpfen. Okay. Selten sowas ähnliches gehört. Was machst du? Ich führe nur Waren höchster Qualität. Stäbchen Zuckerwatte. Nee, danke. Zu teuer. Ich nix Geld. Was führt euch her? Der Kaudekus hat mich seinen Hund streicheln lassen. Er hat gar keinen Hund, Blödi. Ach nein, ich hab ihn einen Zentauren verprügelt. Okay, jetzt hier die Skalle wegplatzen. Oh, alter Schwede. Oh, halt. Ja, stimmt, mit anderen Klassen ist das echt viel, viel anstrengender und nervenzerfetzender. Oh, instant down gewesen, die Dinger. Heiliger Mist. So, kritische Trefferchance verbessern. Bewegungsgeschwindigkeit verbessern und ganz einfach noch meine Zähigkeit verbessern. So,
So, da Krebsreise noch den fangen. Panzerfisch auch noch anketten. Zack. Ja, komm her. Ja, komm schon her. Ich bleib da oben stehen. Ey. Ey, jetzt lockt er den hier weg. Unfair. Bleib hier, du bist meiner. Ach, der hat sich versteckt hier, der Krebs. Komm. Geht das nicht? Zum Krebse fangen bereit, okay. War trotzdem irgendwie ein bisschen verbuggt gerade. Aber das ist egal. Brackwasser-Skull, alles klar. Und eine Krebsreuse, zack, weg ist er. Und das war's, Level up. Level 25, einen Rücken, Rücken haben wir schon. Und Heldenpunkte haben wir, glaube ich, bekommen jetzt. Stimmt's oder habe ich recht? Jawohl, 7 Heldenpunkte. Reinigendes Feuer hält 3 Zustände und verwendet automatisch reinigendes Feuer, wenn eine Reihe von Zuständen auf euch gewirkt. Ach so, ja, okay. Ja, ja, okay. Moment, wenn ich jetzt mich Feuer einstimme, kriege ich ein Schild oder was? Ein Feuerschild. Ich muss das echt mal besser durchlesen, solche Sachen. Ich überfliege das immer so und dann verstehe ich die Hälfte nicht. Echt komisch. Hat meiner Post geschickt. Einladung. Flüchtlinge des Schicksals, legendäre Helden. Euer Herold. Jetzt bin ich zwar gerade ein bisschen überfragt, aber ich gucke dann einfach mal nach, was der erste Dungeon ist. Nein, das müssten eigentlich dann, ja hier, Ascalon. Mal gucken, wenn ich das dann hinkriege, jetzt dann irgendwann mit Sophia oder so aufzunehmen, dann werde ich da auf jeden Fall mal dann dahinter sein, dass wir mal Ascalon laufen können. Aber wie gesagt, zurzeit ist es so, dass wir in der Gruppe erstmal versuchen, dass Heroes of the Storm Ding fertig zu kriegen. Weil die Quest ist schon der Hammer. Nein, ey, nicht umschubsen. Hui. Gut. Ja, wie die Gegner alle so schön drauf gehen. Oh, Wespen. Nee. Zurück ins Gefecht. Unbedingt noch mit dem Meteoritenhagel noch will was mitnehmen können.
Und wegrushen, denn sie taucht gleich wieder auf, genau. Boah, 300 Schaden schon wieder weggekrittet. Abartig. Abartig. Und da ist sie wieder weg. Guckt euch das mal an, wie abartig der Damage hier rausfliegt. Event haben wir auch noch geschafft. Hammerhart. Ich decke das hier oben noch auf. Das machen wir jetzt noch diese Folge. Dann mache ich mal wieder meine Reisespeed an. Hier, mehr Speed. Rote Tasche mit 5 Plätzen. Ja genau, 5 Plätze. Ein Schwachsinn. Als ob ich sowas brauche. Wert 4 Silber. So, dann müssen wir jetzt bloß hier entlang laufen. Hier oben gab es, glaube ich, keine Quest. Niemals. Banditenhenker. Oh, die kämpfen ja gegen den. Ich bin schneller als ein Centaur. Gerade so. Halt. Ich glaube, die hier oben, die brauchen dann Heilung. Schon besser. Ha, einer weniger. Hier spielt die Musik. Oh nee, lass mich zufrieden. Oh, Alter! Was zum... Nein! Ich könnte ihr Hilfe gebrauchen. Komme schon! Lol, der kann unter Wasser nicht agieren. Interessant. Dann schieße ich ihn einfach von unter Wasser her an. Erfrischend. Ich bin tot. Gewahrt die Kraft des Ozeans. Nein! Oh, halt! Wollt ihr weiterhin supporten, die Gruppe hier oben? Na super, sind sie wieder alle weg. Ach, ich kann von außen nicht rein in die Barriere. Natürlich doof. Einer weniger. Einer weniger. Ja, ich komme nicht nah genug ran. Geht hin, ich heile euch. Feuer. Jetzt durch noch ein bisschen Schaden hinzufügen. Einer weniger. Ja, shit, man kann auch das nicht überlisten in irgendeiner Form. Alter, wie er ihn instant hingerichtet hat. Nein. Ausdauer ist niedrig. Ach, mein Eiselement hat getankt. Okay. Habe ich jetzt fast nicht gesehen. Au. Ich glaube, wenn ich ihm einen Stein in den
in den Kopf schmeißt, das ist für ihn vielleicht doch besser. Weil da Schwäche dann drauf ist. Also ich einfach mal instant durchgelaufen. Leute, bleibt doch stehen. Zumindest versucht es wenigstens stehen zu bleiben ein bisschen. Ja gut, okay Leute, ich versuche jetzt mal den Kampf nachher zu beenden, aber ich schaue mal dann währenddessen jetzt mit der Aufnahme auf. Ich wollte ja eigentlich alles aufnehmen, aber dieser Kampf könnte so lange dauern, dass ich keine Lust habe, dass die Folge jetzt eine halbe Stunde wird. Ich sage euch dann einfach nächste Folge, ob ich es geschafft habe. Und wenn ich es nicht geschafft habe, würdet ihr sehen, dass ich einen Death habe. Denn noch habe ich keine Deaths. Ja, wo ist das? Ach ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.